Ja, und wir haben es auch an dem Beispiel in Frankfurt am Main gehört, wie schwierig es ist, die Infektionskette nachzuvollziehen. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man endlich dazu kommt, einen Impfstoff zu entwickeln. Und deshalb ist für uns Marie-Psche Biller heute in Braunschweig. Sie ist beim Helmholtz-Zentrum für die Infektionsforschung. Und Marie, da fragt man sich natürlich jetzt ja schon seit Tagen, seit Wochen, wo stehen wir eigentlich bei der Suche nach einem Impfstoff in Deutschland und weltweit? Ja, das Rennen, das läuft natürlich rund um den Globus. Man muss sich vorstellen, also es gibt in internationalen Projekten natürlich Dutzende Impfstoffkandidaten, die auch vielversprechend sind. Und um die 12 von denen werden auch aktuell tatsächlich schon in klinischen Studien untersucht. Das ist ja ganz wichtig, denn so ein Versuch an Mäusen, das verhält sich ja dann auch ganz anders, als es dann tatsächlich am Menschen ist. Deswegen sind gerade diese klinischen Studien natürlich enorm wichtig. Und man sieht eben wirklich, wie doll auch auf dieses Thema geschaut wird, wie geguckt wird, wann kommt denn endlich dieser Impfstoff, der ja auch die ganzen Maßnahmen obsolet machen würde. Und das sieht man daran, dass ein Startup, das in den Vereinigten Staaten jetzt verkündet hat, man hätte an Patienten bereits richtig gute Ergebnisse erzielt, deren Börsenkurs ist also direkt richtig durch die Decke gegangen, obwohl dieses Startup an sich noch nie ein einzelnes Medikament auf den Markt gebracht hat. Und natürlich auch, wie die Lage in Deutschland ist, das habe ich auch noch mal besprochen, denn ich hatte vorhin die Gelegenheit, mit Professor Dr. Melanie Brinkmann zu sprechen. Sie ist hier Virologin am HZI in Braunschweig. Können wir mal rein, wie sie die Impfstoffsuche in Deutschland einschätzt. Also ich glaube schon, dass wir in Deutschland auch sehr gute Aussichten haben. Wir haben mehrere sehr gute Kandidaten am Laufen und in der Erprobung, in der Erforschung. Dazu zählt zum einen ein RNA-Impfstoff, der ja etwas ganz Neues und sehr Innovatives ist, aber auch Impfstoffe, die in der Vergangenheit auch schon angewendet wurden und das auch mit Erfolg, sodass wir da, denke ich, sehr gut aufgestellt sind in Deutschland und uns keine Sorgen machen müssen. Gucken wir noch mal auf die Medikamente tatsächlich, denn das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben gesehen, teilweise sehr schwere Verläufe von Covid-19. Was gibt es da Neues? Kann man da schon helfen mittlerweile in der Therapie? Also bei den Medikamenten ist es tatsächlich ein sehr schwieriges Unterfangen. Es laufen sehr viele Studien mit unterschiedlichen Medikamenten. Zum einen mit Medikamenten, die bei anderen Krankheiten schon eingesetzt wurden, also auch bei völlig anderen Krankheiten, von denen man aber das Nebenwirkungsprofil sehr gut kennt. Und die werden jetzt sozusagen getestet für Covid-19. Dann gibt es auch Ansätze, ganz neue Kandidaten zu finden, die das Virus an anderen Stellen angreifen oder auch Prozesse im Körper steuern können, die den Verlauf der Krankheit abmildern. Also da gibt es wirklich die vielfältigsten Ansätze. Also einmal, dass man auf das Virus schaut, aber einmal auch auf den Körper, dass man im Körper etwas hemmen kann. Das zum Beispiel diese Immunantwort, die ja sehr stark abläuft bei schweren Verläufen, dass man die etwas abbremsen kann. Da gibt es sehr vielversprechende Ansätze. Und man muss dazu auch sagen, dass wir dieses Virus ja immer besser verstehen mit der Zeit. Und das heißt aber nicht, dass wir es jetzt mittlerweile schon verstehen. Es gibt immer wieder ein neues Türchen, was wir öffnen und etwas Neues lernen. Das ist zum Beispiel jetzt auch, wurde herausgefunden, dass es Blutgerinnsel verursachen kann. Und auch da gibt es dann wieder Ansätze, um zum Beispiel die Bildung der Blutgerinnsel zu verhindern. Also das sind ja auch Erkenntnisse, die haben wir erst seit ein paar Tagen oder Wochen, wenigen Wochen. Und auch da muss man immer wieder neu anpassen in der Wirkstoffforschung. Das konnten wir eben auch noch mal hören, dass also wirklich dieses Coronavirus selbst für die Experten, für die Virologen erst so eine Art Puzzle ist, was sich eben Stück für Stück mit jedem Teilchen erst zusammensetzt. Und man muss natürlich trotzdem, auch wenn Anstrengungen gemacht werden, rund um den Globus eben wirklich schnell diesen Impfstoff zu bekommen, ist schnell dann eben doch relativ. Das habe ich auch vorhin mit unserer Bildungsforschungsministerin noch mal besprochen, mit Anja Karliczek, die eben auch als auf die Frage meinte, wie lange dauert es denn noch, bis wir den endlich in den Händen haben. Da hat sie auch nur gesagt, naja, im Grunde genommen, normalerweise dauert sowas teilweise bis zu 10 Jahre, auch nicht immer mit Erfolg gekrönt. Aber in diesem Fall muss man damit rechnen, dass es eben trotzdem noch 12 bis 18 Monate dauert, bis man dann wirklich einen zugelassenen Impfstoff hat, der wirklich breit in der Bevölkerung verteilt werden kann. Aber das ist natürlich der ganz ersehnte Fakt, den es dann hoffentlich wirklich im kommenden Jahr für uns alle auch gibt. Na, dann werden wir mal gespannt sein, ob sich das auch so einhalten lässt. Marie, danke für den Moment nach Braunschweig.